Hallo. Da sind wir wieder. Mit einer Folge Heroes of the Storm. Nächster mittlerer Held, Anubarak. Ein Main Tank, der sehr gut als Magier-Counter immer genommen wird, weil er gut Fähigkeitsschaden aushalten kann. Er hat auf Q Aufspießen, wo du in einer geraden Linie nach vorne so Stacheln aus dem Boden rauskommen. Und alle Gegner, die davon getroffen werden, eine Sekunde gestunt werden. Dazu passend sein E gleich. Anubarak gräbt sich nach vorne, taucht wieder auf und stunt in dem Bereich, wo er au wieder auftaucht. Du kannst auch den Knopf nochmal drücken, E, dann taucht er auch früher auf, bevor er die maximale Reichweite erreicht hat. Sein W ist einfach ein Panzer, ein Schild mit Zauberpanzerung, um Schaden zu verhindern. Alle diese Grundfähigkeiten erschaffen jeweils ein Käfer. Der Käfer bleibt 8 Sekunden lang bestehen und greift Gegner in der Nähe an. Du kannst mit den Talenten das Skarabäenheer verstärken. Ja, dann laufen halt mehr praktisch kleine Minions rum. Ist ganz praktisch auf Maps oder gegen Gegner vielmehr, die Projektile schmeißen, die durch Minions oder diese Käfer abgeblockt werden. Sei es ein Hook von einem Kleiner, sei es die Fähigkeiten von Li Ming, auch ein Q von einer Valar müsste sich eventuell durch die Käfer graben, wobei das ihr durchbohrender Pfeil Helden bevorzugt. Ihr wisst, was ich meine, ja? Solche Fähigkeiten können durch die Käfer gut abgeblockt werden. Dazu Heuschreckenschwarm als heroische, die nie genommen wird, und der Kokon, der Way to Go, um gegnerische Helden einzufolieren. Schauen wir mal, was hier wir bekommen. Anubarak, ich habe ihn relativ oft gespielt, tatsächlich, auch schon kompetitiv in der Sturmliga. Ich traue mich mit ihm wirklich auch in die schwierigsten Games praktisch auf meinem Level, weil er harte Stunts hat. Wenn ich Tank spiele, vorne drin, dann möchte ich zum einen möglichst viel aushalten, siehe zum Beispiel bei Muradin das Video, und zum anderen möchte ich harte Stunts haben. Ich möchte einen Skill haben, mindestens einen, wo ich sage, nein, du jetzt nicht. Oder du bleibst hier jetzt stehen, wirst geroutet, gestunt, damit mein Team dich killen kann. Ja? Und Anubarak hat sogar zwei. Und ab Level 20 könntest du theoretisch vier haben mit der Talentvorspulen. Also er ist von seinen Skills her super stark. Allerdings das Erste, was ich als Main Tank brauche, jetzt vor allem für mich, oder generell, ist halt viel Leben, dass du viel aushältst. Und genau da hat er ein bisschen ein Problem. Du kannst zwar ein bisschen Skills auswählen, dass er ein bisschen mehr aushält, allerdings ist er nicht der Bulky One, wenn ihr versteht. Also er hat jetzt nicht mords viel Leben und hält ewig lange Sustain-Kämpfe aus. Er ist eher so der, ich würde sagen, so der Burst-Tank. Zwei Stuns, rein, puff, puff, links und rechts, tot. Ja. Und du kannst halt einen Teamfight immer 5 gegen 5, kannst du einen 4 gegen 5 machen, wenn du den richtigen Helden einpackst, einwickelst. Und hier besonders cool, weil die Gegner haben Cho'Gall. Ein Held, also zwei Helden in einem, kann ich einwickeln. Dann habe ich quasi zwei Helden eingewickelt. Wobei der Gall, das ist der Damage-Dealer in diesem Charakter drin, also der Charakter, der nicht die Bewegung macht. Ich glaube, wenn ich den einfoliere, den Kokor, dann kann Gall seine Fähigkeiten immer noch einsetzen. Weil er die ja eh passiv im Cho, praktisch vom Cho aus einsetzt. Ihr versteht? Der Cho läuft rum, ist der Tank, und Gall ist der Damage-Dealer drin, der Assassine, der vom Cho aus die Attacken macht. Auf jeden Fall ein Held, den ich einwickeln kann. Todesschwinge kann ich nicht einwickeln. Der ist gegen sämtlichen CC im Spiel gefeit. Dehaka kann ich einwickeln und Alex. Alle drei Gegner, die ich einwickeln kann, Cho'Gall, Dehaka, Alex, sind alle drei, ich sage mal, viable oder gute Targets. Ja, Alex nehme ich komplett die Heilung raus. Cho'Gall nehme ich zwei Gegner auf einmal raus, praktisch, wenn Gall nicht angreifen kann. Und Dehaka nehme ich den Bruiser raus. Ja, mal sehen. Lunara oder Illidan wird hochgehen. Illidan schaut so aus, geht hoch.
Alex geht auf Kreis des Lebens und wir gehen auf... Die Gegner haben halt doch relativ viel Fähigkeitsschaden. Todesschwinge, Gall, auch die Alex mit ihrem Feuerstoß. Haben die Projektile, die irgendwo abgeblockt werden können? Nein. Todesschwinge feuert überall durch. Der Gall feuert durch. Und das hier, das hier ist halt, ja. Aber wir haben mit Anna auch eine gute Heilerin. Dann gehen wir mal auf die Schilde. Die Schilde sind nämlich ziemlich gut. Ja, ziemlich stark. Aha, und da, das kann man abblocken. Habt ihr gesehen? Das war jetzt mehr Zufall als gewollt. Hat's dann. Und schlafen tut sie auch noch. Und ich nehme ganz schön viel Schaden. Anna, wie wär's? Bleib sogar stehen. Dankeschön. Okay. Ja, im Moment können wir da noch nicht so viel machen. Ist denn keiner oben bei denen? Doch, die Hacker so. Okay, schlaft da. Upsa. Versuche ich wieder rauszukommen. Muss halt hinten gucken, dass ich auf die Alex gehe. Die Alex muss dringend Leben verlieren. Sonst kriegen wir da nichts gebacken. Ah, die Anna kann auch sehr gut die Heilung von der Alex countern. Indem... Aua, 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 lass das, ich hasse das. Indem sie ihre Granate reinwirft. So, nehmen wir den mal raus. Und mit der Granate komplett die Heilung von der Alex negiert. Ja. Oh, der Mephisto holt uns den Globe, das ist nett. Ah, da wird er doch geheilt. Okay, aber die Alex ist ziemlich low. Das ist immer ein gutes Zeichen, weil dann kriegt sie nicht so viel Heilung raus. Je mehr Leben die Alex hat, desto mehr Heilung haut sie raus. Da bräuchten wir jetzt eine Granate drauf. Jawohl, das war die Granate. Sehr gut. Da ist aber der Todesschwinge wieder und ich nehme einfach zu viel Schaden. Ich nehme zu viel Schaden. Ich probiere jetzt hier noch rauszukommen. Hui, 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 hui. Ah, das hätte ich nicht geschafft. Hätte ich nicht mein Schild gebufft mit der Zauberpanzerung. Ja, ich krieg dann nämlich um 20 Zauberpanzerung erhöht. Dann habe ich quasi 60 Zauberpanzerung. Fähigkeitsschaden um 60% reduziert, wenn ich mein W drücke. Und das ist halt alle 7 Sekunden da. Später ist es sogar noch öfter da. Das ist schon stark. Lunara ist jetzt gerade oben. Das heißt, wir müssen hier Obacht passen. Okay, die Zauberpanzerung hat wieder voll reingeschlagen. Ja, und die Alex. Und die Alex hinten. Uiuiui, die ist low. Und der Jogal ist auch low. Ja, was willst denn du? Dafür stirbt jetzt aber der Jogal auch. Komm, Lunara, mach deinen Schaden. 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 Ja, mach deinen Schaden. Illidan ist auch da. Nein, jetzt ist die Alex wieder da. Och, verdammt. Aber Illidan kennt nur eine Richtung vorwärts. Und killt ihn sogar. Wow, so brave. So brave. Die Käfer, habt ihr gesehen, die spawnen, machen auch ein bisschen Schaden. Also es ist nicht krass viel. Der Mephisto sollte die Alex hier bekommen. Sehr schön. Okay. Also so ein bisschen Schaden wird da auch noch
rausgeschlagen. Ich bleibe jetzt hier mal stehen, damit er mich heilen kann, sie mich heilen kann. Genau, dankeschön. So, dann schlagen wir uns hier mal rein. Ah, da geht er raus. Okay, da haben wir ihn vertrieben. Und dann gehe ich mal nach oben, weil das sind gerade drei praktisch. Jogal und der Hacker. Dann helfen wir hier oben mal aus. Ich nehme gleich mal den Punkt, ganz sneaky. Ja, das sehen sie aber. Upsala. Oh, schade. Ah, da hatten wir keinen wirklichen Fokus. Die Heilung wurde verhindert. Die Lunara geht auf den Crit-Bild über ihre stickenden Pollen. Und ich gehe wieder nach oben. Die Anna wird das nicht überleben. Oh. Aber unten haben wir wieder bekommen. No problem. No problemlo. Keep the spirit up hier. Dann schauen wir mal. Hier, die Hacker ist runtergegangen, ja? Die Alex hängt nur dem Chukal im Nacken. Also. Hey. Und tschüss. So. Erstes Mal Anna. Komm, motivieren, motivieren. Weitermachen, weitermachen. Ich gehe runter. Weil wir unten ein bisschen Def brauchen und überhaupt und so weiter. Ups. Oi, da hat der Mephisto die Rechnung ohne die Sergwave gemacht. Und ich auch. Aua! Oi, oi, oi. Ja, wir brauchen jetzt erstmal 10, bevor wir 16 brauchen, mein Gutster. So, Kochon, Ei verlieren. Den Globe nehmen wir natürlich mit, vor lauter Schreiben. A little less conversation. A little more action, please. Alter, diese Zergs, ne? Wah! 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 Ja, 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 ding, ding. Und alle sterben und überhaupt und ja. Die Zerg sind eliminiert. Eigentlich bin ich ja Wissenschaftler geworden, um solchen Problemen. Ich bleib gleich hier unten. Oben ist eh verloren. Wenn ich jetzt nach oben marschiere, marschiere ich einfach. Marschiere ich einfach nur über die Map und bewirkt gar nichts. Ich muss jetzt nach oben hin aufpassen. Die Feinde kommen vielleicht gleich. Da sind sie. So, und dann gehen wir da mal rein. Da ist die Alex wieder frei. Ich habe versucht, die Heilung rauszunehmen. Hat auch geklappt, hat aber nichts gebracht. Na, passt hin. Gekommen. Die drücken halt jetzt sauber rein. Na, also kein gutes Spiel bisher, aber ein Spiel, was jetzt irgendwie gar nicht so viel ausmacht. Da haben wir einen gebufften Mephisto. Ich kann halt da so nicht rein. Also nicht wirklich. Also seht ihr, da kriege ich sofort bum bum batsch links und rechts und überhaupt. So. Ja, first time Anna. Ich meine, ja, soll sie üben, ist doch okay. Oh, ich hau mal hier meine Fähigkeiten rein für auch ein bisschen mehr Schaden.
Na, haben wir bekommen. Unten noch den Soak und damit auch die Minion Wave mitnehmen. Den Globe mitnehmen, wunderbar. Der Illidan ist mit seiner Auto-Attack-Quest fertig von Level 1. Das ist auch gar nicht schlecht. Okay, da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Ei poliert. Ja, da kriegen wir aber leider nichts down. Da müssen wir versuchen rauszugehen. Diesmal habe ich versucht, den Jugal einzuverlieren. Ist mir auch wieder gelungen. Na, ich mag seine Einstellung. Guter. Guter Anna-Player. Anna-Playerin. Ja. Vielleicht nicht von seinen Skills und wie er seine Skillshots trifft und wie er seine Heilung rausballert. Das ist halt wirklich lächerlich wenig. Aber die Einstellung passt. Absolut, da kann man nichts sagen. Hier, immer weiter. Wer aufgibt, hat schon verloren. Ups, ich habe meinen Kokon nicht ready. Hoi, 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 hoi. Einfolieren und dabei sterben. Ah, wilde Geschichte. Huiuiui. Schnelle Geschichte. So. Aber, ich meine, Mephisto wird jetzt aufgeben. Es war eh relativ verlorener Posten. Hier, Anna wird nochmal sterben. Okay. Aber kein Geflame, kein Gehate, keine Schimpfwörter, nix. So, einfach nur Spiel gespielt, Spiel verloren. Ja. Und good luck next. Ja, man merkt ihm richtig an, dem Anna-Spieler, das hat ihm gefallen, klar. Wer hört schon gern, oh, hey, du bist voll schlecht. Hey, du sonst was. Keine Ahnung, you suck und ja, du bist total daneben und was weiß ich, was halt so geschrieben wird. Na, will jetzt hier auch nicht alles wortwörtlich wiedergeben, was da teilweise im Chat steht. Und das soll dich dann motivieren, irgendwie besser zu spielen. Ich meine, du bist ja trotzdem noch mit diesem Spieler in einem Team. Ja, ihr müsst ja trotzdem an einem Strang ziehen, nur so kann es besser werden. Und wenn du dann einen so niedermachst oder halt nur auf die Fehler des anderen auf, niemand will so offenkundig die eigenen Fehler so ins Gesicht gedrückt kriegen. Man weiß selber, dass man gerade scheiße war, ja. sondern du brauchst dann in einem Team jemanden, der wie im Sport auch, der dir dann auf die Schulter klopft, der dich wieder aufbaut, der dich wieder anpusht, ja, so möglich macht, deine bestmögliche Leistung zu bringen. Im echten Sport, hier im E-Sport, und überhaupt, sonst wo, ja? Haltet doch ein bisschen mehr zusammen. So wie hier jetzt gerade. Das war ein super, ja, super verloren. 12 Minuten, nicht lang. Vom Anubarak habe ich jetzt nicht viel zeigen können, aber habe ich ja auch schon 2 Videos von ihm hochgeladen. Zu ihm gab es jetzt schon ein bisschen Gameplay. Deswegen werde ich hier auch nichts irgendwie nochmal neu aufnehmen oder so, weil es jetzt zu kurz war. Ich habe versucht, über die Schilde hier, den Spell Damage entgegenzuwirken, hat nicht gereicht. Und so haben wir dieses Match relativ schnell und eindeutig verloren. Ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, Like, Abo und oder Kommentar, würde mich sehr freuen. Und im nächsten Game, der nächste mittlere Held, Athanis. Wunderschöner Skin. Ich kann ihn nicht. Schon lange nicht mehr gespielt. Mal sehen, wie das läuft. Bis denne.